Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Heute habe ich wieder ein Pfeifen-Review. Heute dreht sich alles um die Golden GOAT. Die Golden GOAT ist eine Pfeife, die im Komplettset zu euch kommt. Es ist eine Steckpfeife mit einem Anschluss, mit einem Sleeve-System, wofür es bis jetzt aber nur ein Sleeve gibt, mit einem schönen Blow-Off und das Ganze im Komplettset für 199 Euro. Wir wollen uns heute mal angucken, wie ist das Ding verarbeitet, wie gefällt das Ding von der Optik und wie lässt es sich rauchen. Alles dann endend im Fazit. In dem Set mit dabei ist der Schlauch, das Mundstück, ihr habt noch eine Feder, ihr habt einen Kopf, einen Kopfaufsatz, ihr habt ein Sieb für in den Kopf und ihr habt auch noch eine Kopfdichtung mit dabei plus natürlich das Rauchsäulenset und eine Steckbowl. Erstmal zum Preispunkt bei 199 Euro für eine große Steckpfeife mit einer etwas besonderen Bowl. Im Komplettset kann man da, denke ich, nicht meckern. Wir schauen uns aber als erstes mal die Verarbeitung an. Bei der Verarbeitung kann ich sagen, an sich sehr, sehr gut. Es gibt allerdings zwei Sachen, die ich noch anmerken muss. Das erste ist das Sleeve. Das wurde, glaube ich, nicht noch entgratet. Das heißt, wenn man hier mit den Fingern drüber fährt, merkt man auf jeden Fall, dass das ein wenig scharfkantig ist. Again, das hatten wir ja schon mal bei einer anderen Pfeife. Ich persönlich finde das nicht unglaublich schlimm. Bei einem Preispunkt von 199 Euro kann man das, denke ich, verkraften, dass nicht jede einzelne Kante entgratet wurde. Der Teller hingegen und auch alle anderen Sachen wurden schön entgratet. Das ist bei meinem Modell absolut keine Probleme. Der Schliff hat wunderbar funktioniert und immer gut gesessen und auch alle Gewinde laufen wunderbar. Ich habe keinerlei Kratzer, die Farbe ist sehr, sehr schön aufgetragen. Es handelt sich... Um Edelstahl, der hier verarbeitet wurde. Ich glaube, das Sleeve ist aus Aluminium. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Habe ich keine Infos zu gefunden. Die Pfeife ist auf jeden Fall aus Edelstahl. Das Ganze wurde dann noch beschichtet mit der goldenen Farbe, was meiner Meinung nach sehr, sehr schön aussieht. Aber da kommen wir dann später noch mal im Design drauf. Also. Verarbeitung, alles tip top keine Kratzer, keine Menge, Gewinde laufen super, macht alles einen sehr guten Eindruck. Das hier, das Sleeve, das hätte man noch entgraden können. Und eine Sache, die Bowl hat irgendwie so vier durchgängige Cuts. Ich weiß nicht, ob das irgendwie gewollt ist. Es sieht auf jeden Fall gewollt aus, also es macht nicht den Eindruck, dass es ungewollt war. Für mich wirkt es aber, als ob die Bowl so aus vier Stücken zusammengesetzt wurde. Aber ich glaube, das ist schlicht und ergreifend einfach das Design. Das Glas ist kein. Bleikristallglas oder keine übertrieben krasse Quali. Für eine mitgelieferte Bowl in einem Komplettset von 199 Euro finde ich es aber sehr nice, dass wir hier mal andere Cuts sehen, als das sonst üblich ist. Kommen wir als nächstes zum Design. Das ist der Punkt, wo diese Pfeife bei ihrem Preispunkt für mich wirklich glänzt. Wir haben viele Pfeifen, die so bis 150 Euro gehen und dann entweder vier Schlauch simple Pfeifen sind, ohne Entlüftungssystem und so. Und wenn du dann eine Einschlauch-Steckpfeife mit einer coolen Bowl haben willst, die noch ein schönes Blow-Off hat, vor allem in der Größe und im Komplettset, gibt es da ehrlich gesagt gar nicht so viel Konkurrenz. Also, klar, es gibt die Mose Dash und es gibt die Breeze und die haben auch einen coolen Blow-Off, aber die kosten 150 Euro und weniger und vor allem kommen sie nicht in einem Set. Das heißt, gerade für Leute, die jetzt eine Einsteiger-Einschlauchpfeife haben wollen und das die erste Pfeife sein soll, könnte das ganz, ganz interessant sein. Von der Optik her finde ich die Pfeife wirklich sauschön. Ich finde die goldene Farbe in Kombination mit den schwarzen Elementen und mit der schönen Bowl, die dabei ist, sehr, sehr nice. An der Optik sonst, ich hätte vielleicht die Katze in der Rauchsäule ein bisschen anders gemacht, aber das ist einfach Geschmackssache. Die Katze in der Rauchsäule sorgen aber noch für was anderes, was sehr, sehr nice ist und für mich auch auf jeden Fall mit ins Design spricht und das ist der Blow-Off. Den zeige ich euch jetzt einfach nochmal. Der Blowoff kommt, wie ihr seht, aus den Cuts in der Rauchsäule. Und das finde ich sehr, sehr nice. Blowoff sieht meiner Meinung nach auch sehr, sehr schön aus. Wie gut das Ganze funktioniert vom Rauchverhalten her, da kommen wir gleich im Rauchverhalten drauf. Aber abschließend fürs Design, für mich eine sehr, sehr schöne Pfeife. Ich mag auch das mitgelieferte Mundstück sehr, sehr gerne. Vorne steht noch Greatest of All Time drauf. Dafür steht übrigens auch G-O-A-T. Und wir haben hier diese paar Cuts, die sehr, sehr angenehm in der Hand liegen. Also man kann das Mundstück wirklich gut halten. Es ist schwer. Aber definitiv nicht so schwer wie andere krasse Edelstahl-Mundstücke. Also sowas wie die Case oder sowas. Da ist das Mundstück auf jeden Fall nochmal eine ganze Ecke schwerer. Ich finde, hier ist die Balance aus einem wertigen Edelstahl-Mundstück, aber nicht zu viel Gewicht, sehr, sehr gut gehalten. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Und ich finde auch die Optik sehr nice von dem Mundstück. Für eine Pfeife im Komplettset finde ich die mitgelieferte Bowl bei diesem Preispunkt schon sehr, sehr nice. Ich mag die Cuts gerne und ich finde, die macht einen deutlich hochwertigeren Eindruck, als man das bei einer Bowl in einem Komplettset so gewohnt ist. Weil meistens, wenn man sich eine Pfeife in einem Komplettset kauft, kriegt man eine absolute Standard-Bowl mit dabei und das hat man hier eben nicht. Finde ich sehr, sehr nice. Fehlt uns noch der meiner Meinung nach wichtigste Punkt auf unserer Reviewliste und das ist das Rauchverhalten. Die Pfeife hat einen Diffusor unten dran, den man auch abschrauben kann. Ich finde persönlich, die Pfeife lässt sich geiler mit dem Diffusor rauchen. Ich habe sie auch schon ohne geraucht. Da merkt man halt ein bisschen mehr die Wasservibration. Wir kennen das ja, was ein Diffusor eben so bringt. Er macht die Pfeife auch ein kleines bisschen leiser, allerdings nicht super leise. Bringt aber schon auf jeden Fall was. Also, ich glaube, so wäre sie nicht störend, wenn man dabei irgendwie einen Film guckt oder eine Serie guckt. Der Durchzug ist meiner Meinung nach echt gut. Nicht wie Atmen und auch nicht unglaublich gut, aber mir gefällt er genauso, wie der ist, sehr, sehr gerne. Auf meiner Skala von 0 bis 10 würde ich den ungefähr so bei 7,5 oder 8 einordnen. Etwas unter Aeon, aber etwas über den meisten russischen Pfeifen. Mir persönlich gefällt das so sehr, sehr gerne. Ich sage ja immer, mein Sweetspot liegt irgendwie so bei 8 rum. Da ist er ja vielleicht ein minimales Ding drunter, aber sehr, sehr nicer Durchzug. Das Entlüften geht auch sehr, sehr einfach. Geht sehr, sehr smooth und gleichmäßig. Man muss da nicht unglaublich fest reinpusten, damit da viel rauskommt. Das geht auch schon mit normalem Entlüften sehr, sehr gut. Kommen wir zum abschließenden Fazit von der Golden GOAT oder Golden Greatest of All Time. Für mich ein sehr, sehr interessantes Angebot. Wir haben meiner Meinung nach echt wenige Sets im russischen Stil mit einem coolen Entlüftungssystem, die aber in einem Komplettset kommen. Für mich besonders interessant oder ich würde sagen, das Ding ist besonders interessant für Leute, die sich jetzt vielleicht mal so eine günstige Pfeife gekauft haben, ihre erste günstige Pfeife haben und jetzt mal in dieses russische Ding reinschnuppern wollen oder für Leute, die noch gar keine Pfeife haben, aber direkt mit sowas starten wollen. Die Pfeife für 199 Euro in dem Komplettset mit der Nicen Bowl, mit einem blow mit der coolen Optik und noch dem mitgelieferten Zubehör, für mich... Ein nices Angebot. Der einzige kleine Kritikpunkt, den ich habe, ist eigentlich, dass das Ding hier nicht noch an der Rauchsäule entlüftet wurde. Wie gesagt, solange man da nicht dauerhaft dran sitzt und mit den Fingern da rumspielt, juckt das jetzt eigentlich nicht wirklich. Die Verarbeitung ist vollkommen okay. Für mich ein gelungenes Set. Ich finde es cool, dass GeoAT, die ja vorher eine Vierschlauchpfeife gemacht haben, die zum Schrauben war, jetzt eine Einschlauchsteckpfeife mit Blow-Off machen. Sehr, sehr wilde Entwicklung. Gefällt mir sehr gut. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Aber die Golden GeoAT auf jeden Fall schon mal eine nice Pfeife.